Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir sind gerade bei Sandra Dorset und versuchen ihren Biomonitor zu überprüfen. Aber erstmal wollen wir darauf hinweisen, dass da noch ein anderer liegt. In einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Narbe am Unterbewusstsein. Die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Sie haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo Sandra, falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Okay, rückenfrei brauchen wir nicht, weil sind ja alle tot hier. Okay. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was Check da los ist! Er, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube. Okay. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Dup, 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 dup. Wow. sehr realistisch hier. Die Ragdoll-Animation. Landung, Abstand halten. Okay. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Patienten auf den Boden legen. Fünf Schritte zurück, jetzt! Ja, ist ja gut. PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. Mitfahren kann ich nicht, wa? 110 Noripinephrin. 800 Fibrin. Wow, das ist ein hohes Gebäude hier scheinbar. Okay. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Tut er das? Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ach, warum wartest du auf die Tür? Kasper. Wir sehen uns bald. Kasper. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du red... So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Noch neue Schuhe, 3,9. Okay. Das ist mir den Arsch wie... Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das.
So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Ja, oh je, das heißt, sie muss schießen. Okay,51, okay. Was sind die Waffen, die ich habe? ...59. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwas selber herzustellen gerade. Oh, da ist offenbar meine Baseballkeule hinten drin und Öl und... Okay. Gib mal Gas, Jackie. Wir wollen zu Hause ankommen noch. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Okay. Was ist das und wozu ist es gut? Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Gav! Ich aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Schieß! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Ziel auf den Fahrer! Chingado! Okay. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid. Schon okay, das kann warten. So, das? Fahren wir lieber nach Hause. Nicht alles. Okay, die gehen immer so ein bisschen Moonwalk, bis sie dann sich richtig Watson bewegen. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Die hat ein super nasses Ach, Gesicht. Ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Ich mochte dich, echt.
Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden. Du weißt schon. Oh, wow. Na los, ich hab nicht ewig Zeit. Kurve. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern MaxTag. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Tja. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Okay, nur halt an, verdammt. Süße Träume wie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Also er holt jetzt Misty ab hier in Watson und dann fährt er wieder nach Haywood. Mit Misty. Okay. Und dann bringt er Misty wieder nach Hause, oder? Wie funktioniert das? Oder bleibt sie dann bei ihm so lange? Nee, tut sie nicht, weil ich hab die ja... Ja. Okay. Appartements. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Okay. Nette Terrasse da. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich in einem... In einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. Unsterblichkeit, Wahnsinn, wirklich? Wow, der hat meine Frisur, sehe ich gerade. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen, damit ihre Heimat... Okay. Wo geht's? Hier geht's nicht raus, dann muss es ja hier rausgehen. Okay, gut. War doch eben da schon. Und da ist es nicht aufgegangen, sehr merkwürdig. Mal gucken, liegt hier noch irgendwas zum Einsammeln? Das ist ein Rollenspiel. Zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Okay. Aschenbecher für meine Sammlung. Okay. Neues. Ein bisschen Geld habe ich schon. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir in unserem Zimmer noch irgendwas haben. Da ist ein Einkaufsautomat, aber da kommen wir nicht hin, weil das Tor hier kaputt ist. Das ist für eine Stadt
die so riesig ist und die Hongkong inspiriert ist, wo es diese Sarg-Hotels gibt. Das ist eigentlich ein super geräumiges Zimmer. Ich wäre froh gewesen, hätte ich das hier als Studentenbude gehabt, ganz ehrlich. Das ist mindestens doppelt so groß wie meine Studentenbude. Allein der Wohnbereich hier. Das ist unglaublich geräumig. Und eigentlich auch, also es sieht noch nicht mal besonders heruntergekommen aus hier. Ich glaube, es soll heruntergekommen aussehen, weil es ist Cyberpunk, aber es tut's nicht. Hier die Möbel, die Polster sind alle super in Ordnung. Es sieht alles relativ sauber aus sogar. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Fehldesign ist. Und dann dieser riesige Platz hier. Ein Untermieter könnte alleine hier im Eingangsbereich wohnen. Mit Bad und Küche. Also da habe ich so viele kleinere Zimmer gesehen und das auf dem Land. Nicht in der Stadt. Warte mal, da war Geld. Zack. So. Munition. Oh, was ist... Achso, das ist der Sessel im anderen Zimmer. So, dann gucken wir mal an, ob wir hier Kleidung haben. Erstmal können wir ein Level aufsteigen. Konstitution macht Athletik. Ausdauerpunkte und sich Gesundheitspunkte. Bewegung beim Packen eines Gegners. Maschinengewehr oder Defender. Maschinengewehr oder Defender. Und hier haben wir Gewehre. Schaden mit Mantis, Schaden mit Handfeuerwaffen und Gewehre. Wollen wir Handfeuerwaffen? Wollen wir Reflexe? Was wir wollen hier ist auf jeden Fall wenn du nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich um 2%, kann bis zu einmal gestackt werden. Okay, Kampfmaschine. Okay, damit muss ich anfangen, damit ich überhaupt Kampfmaschine kriege. Und was wir hier auch brauchen, ist, wir brauchen Stealth, müssen wir, wenn wir dann mehr Punkte kriegen. Warte mal. Ach, ich kann noch einen Punkt versetzen hier. Ja, nicht hier, sondern dann machen wir mal hier. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25, während du schleichst. Ermöglicht dir Takedowns, erhöht das Bewegungstempo um 20%, während du schleichst. Ein ausgegebene Punkte, okay. Gut, ich dachte, das wären die ich noch übrig habe, ja, dann kein Wunder. Was ist das hier? Wirf einen Blick in dein Waffenlager, was ist denn in meinem Waffenlager? Nix. Doch, hier. Nehmen wir die ganze Kleidung raus und dann ziehen wir an, was am besten schützt. Und das schwarze Einhorn tauschen wir mal gegen das Satara aus hier. Vielleicht brauchen wir ja ein Messer. So. Hut. Ich habe keine Hüte. Wie kommt das? Oh, 3 Hüte habe ich. Interessant. So ein bisschen buggy ist das Spiel scheinbar immer noch. Also, verstärkte Baseball-Cup, 3-1, die sind alle drei. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ganz ehrlich. Und die anderen beiden nehmen wir mal auseinander. Nehmen wir alle drei auseinander, ich will einen besseren Hut haben. So. Warum sind da immer noch... Ah ja, jetzt ist weg. So, Jacke. 9-9, 5-9, 5-9,
9-9. Also die Bäckersweste, die kennen wir schon. Oder hier die Wolfsschule-Jacke. Nee. Ich glaube, da gefällt mir die Bäckersweste eher. Und die anderen beiden, hier das hier, können wir wieder einstampfen. So, haben wir hier was Besseres als dieses T-Shirt. Das T-Shirt hat 9-9. 5-9. 5-9. Baumwoll-Longsleeve. Wie sieht das denn aus mit der Weste? Hat was, aber... Ah, Wolfsschule-T-Shirt, das nehmen wir. 9-9. Okay, hat was. Oder wir nehmen das Galaxy. Das bringt so ein bisschen Farbe rein, nehmen wir das. Brauche ich Wies Lieblings-T-Shirt noch? Oder ist das nicht schon die bessere Variante davon? Ich glaube, das brauche ich nicht. Okay, Hosen. Um Gottes Willen. 5-9 sind aber besser als die ich anhabe. Die Nomadenhose. Oh, die alte Sporthose. Hm. So, okay. Ja, okay, warum nicht? Shuhi. 5-9. Und 3-9 nehmen wir die 5-9. Sind Stiefel, okay. Interessant. Warum wird hier immer noch drei Hüte angezeigt? Die sind keine Hüte. So, können wir irgendwas herstellen? Ah, da, wir können das Wolfsschule-T-Shirt könnten wir verbessern. Das Galaxy-T-Shirt und das Wolfsschule-Jackett und das Messer. Die könnten wir verbessern. Das sind 59 immer noch, also da können wir nichts machen. Was wir aber machen können, ist, wir können hier ein paar Revolver bauen und die verkaufen. Das bringt uns 15, 33, 17, 25. Die sind 36. Was ist das hier? 33. Das ist, bringt uns am meisten. Was ist hiermit? 80, das bringt uns am meisten. Aber lassen wir das mal bleiben. Wir haben noch nicht so viele. Gut, den Rest von dem, was wir nicht mehr brauchen, können wir wegtun. Das können wir auch wegtun. Und die müssen wir behalten, weil die sind wertvoll. Okay. So, schauen wir mal. Also, die wird schon mal kaputt gemacht. Dann gehen wir in den Rucksack und gehen wieder zu den Junk-Items. Und machen die alle kaputt. Dann könnten wir auch zu den Granaten gehen und die alle kaputt machen. So. Ja, die Getränke und das kann man leider nicht mehr so auseinanderbauen. Das war sehr schön, da konnte man immer Levelaufstieg. Ein verfügbarer Punkt, okay. Dann können wir uns ja doch jetzt hier still und tödlich holen. Und technische Fähigkeit, Forschung und Entwicklung halte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Das können wir dann das nächste Mal. Wir haben hier Level 2 in Itemherstellung. Level 1 in Techie. Was ist Techie nochmal? Du kannst von Drohnen, Mechs und Roboter mit einer Chance von 25% eine Waffenmod oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Okay. Ja, Itemherstellung. Genau, den haben wir eben schon verteilt. Mal gucken, was wir hier im Internet haben.
Mega-Medikamenten-Lotterie, die hatten wir schon mal in dem anderen Computer. Achtung, Betrugswarnung, klicken Sie auf keinen Fall auf Werbemails der Penisvergrößerungs-Nanogel. Okay, das ist ein Betrugsversuch. Achtung, Malware entdeckt, Ihr Computer wurde von drei... Das hatten wir alles schon. Okay, ist egal. Gut, dann würde ich mal sagen, möchte das Spiel ja, dass wir uns schlafen legen. Das ist auch blöd, dass man sich nicht irgendwie direkt im Spiegel angucken kann. Sondern man sieht das alles aus der Ego-Perspektive. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich von der Seite sehen will, dann muss man Augen in der Seite haben. Das ist irgendwie Quatsch. Aber naja. Dankeschön. Oh, jetzt kommt der erste Akt. Okay. McFly, hast du schon wieder in deinen Klamotten geschlafen? Okay. Ich hab mir die Weste ausgezogen. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Eurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Oh, wir können ja die ganzen Getränke verkaufen hier. Dupidi dup 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 dup. Okay, das ist alles, was ich dabei habe. Immerhin 1700 schon. 1700 Euro Dollar. Aufmachen! Guck mal, da liegt überall Kram rum, den man auseinanderbauen kann. Bis auf das hier, weil man das nicht aufsammeln kann wieder. Okay. So, hier ist nix. Mann, dieser Julio ist ein echter Bastardo. Santa Muerte sollte ihn vielleicht mal besuchen. Forget. You're worthy. Pass auf, was du sagst. Ist das nicht ein cooler Innenhof? Und es ist tagsüber, wie man hier oben sieht. Es ist bloß... so hoch das Gebäude, dass fast kein Sonnenlicht mehr unten ankommt. Eben eine englische Durchsage, so als hätten die vergessen, einen Teil des Spiels zu übersetzen, aber man kann das ja vielleicht erklären durch. 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Warte, du meinst 14 pro Tag? Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Ja, ich ruf zurück. Schönen Tag wünsche ich. Oh, hier ist auch noch. Karte, sehr gut. Kann man hier durch? Nee. Wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du?
was du sagst. Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir grad ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Woher hast du den Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbot. Echtes Schnäppchen. Ein guter Chum hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Ja, das können wir gerne machen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Cyberpunk 2077. Ja, viel Spaß heute noch und schreibt einen Kommentar und like das Video und dann bis dann.